Mein erstes Team auf der Xbox, ziemlich heftig, ohne einen Euro rein investiert zu haben. Was wir uns aufgebaut haben durch überteuerte Verkäufe, schaut es euch an. Let's go! An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute möchten wir eine kleine Premiere feiern, denn ich möchte euch einen Squad-Builder zeigen, nicht irgendein, sondern eines von zwei Starter-Teams. Heute das Starter-Team auf der Xbox. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch natürlich, wieder mal 6 Uhr, wieder mal ist es Zeit, hier ganz entspannt das Ding reinzuschalten, anzuschauen und bei Cornflakes essen das ganze Ding zu genießen. Doch davor, wenn ihr Bock habt, dass ich euch das PS4 Starter Team zeige, was meiner Meinung nach ein Stück weit heftiger ist, dann gebt gerne den Daumen nach oben. Hier, wie gesagt, Xbox habe ich keinen einzigen Cent investiert, alles mit überteuert verkaufen gemacht, ihr kennt ja das Prinzip. Und eine Bitte habe ich, ich möchte es einfach mal wissen, weil ich ja um die Uhrzeit noch schlafe. Wie viele Personen schauen sich das Video an, und zwar von 6 Uhr bis 9 Uhr? Alle, die das machen, gebt mal einen Daumen nach oben, damit ich wirklich weiß, wie viele das eigentlich sind, wie viele aktiv sind. Das würde mich extrem interessieren. Vielen, vielen Dank schon mal für euer Feedback. Jetzt starten wir rein, MMOGA abchecken. Falls ihr noch FIFA Points braucht, denn heute ist der offizielle Release. Heute kannst genau du auch, wenn du die normale FIFA Edition hast, loszocken. Wir starten rein. 4-4-2-Formation ist schon mal falsch. Wir starten heute mit einer Formation, die meiner Meinung nach sehr, sehr geil ist. Und zwar ist das die 4-2-3-1 und zwar die zweite. Warum diese Formation? Die spielen sehr, sehr viele E-Sportler. Auch Tim Latka hat die auch empfohlen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, warum nicht mal ausprobieren? Wir starten rein im Tor. Es ist übrigens ein reines Bundesliga-Team. Komplett Bundesliga, ohne irgendwelche Sachen, jetzt zum Beispiel NLW oder sonstiges. Einfach nur mein einziges Starter-Team, was ich auf der Xbox habe. Ich werde damit auch nicht so viel spielen. Eigentlich ist Xbox nur da, um richtig viel Coins zu machen und dann am Ende des Jahres alles rauszuballern fürs Team of the Season, ne? Und vielleicht hier mal ein paar SBS oder sowas aufnehmen. Jetzt starten wir rein. Wir fangen an im Tor. Mein Verein. Ich denke, es sollte klar sein. Bundesliga kann es nur eingeben, wenn es nicht neuer ist. Und zwar Ralf Fährmann. Ralf Fährmann, 84er Gesamtbewertung. 2600 Münzen hat er mich gekostet. 8 Spiele, kein Tor, keine Torvorlage. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Sollte nicht ganz so schlimm sein. Auf jeden Fall Fährmann, ein richtig, richtig starker Keeper. Kann man wirklich nur sagen. Rechtsverteidiger. Gehen wir in meinen Verein. Wen haben wir da? Natürlich den 83er Lukas Piszczek vom Borussia Dortmund. Auch er 4000 Münzen, 8 Spiele, eine Torvorlage. Extrem starker Typ. 79 Tempo, 81 Defending, 80 Physis. Alles noch mit Basic Chemistry Styles. Deswegen schreibt mir gerne mal eure Chemistry Styles unten in die Kommentare. Welche sollte ich wo anwenden? Ja, gebt mir da auf jeden Fall Tipps. Weiter mal in der Innenverteidigung. Und da spielt jemand, und zwar, er ist Teamkollege von Lukas Piszczek, und zwar ist das Sokratis mit einem 86er Rating, 78 Tempo, eins weniger als nur Piszczek, aber 87 Def, 84 Physis, richtiges Biest, 26.000 Münzen, 8 Spiele hat er auch schon für mich gespielt. Gucken wir mal nach, was er auf dem Transfermarkt zurzeit kostet. Ihr seht schon, er ist schon definitiv hochgegangen, ja, 29.000 Münzen. Zu 2.000-3.000 ist er definitiv schon hochgegangen. Weiter machen wir in der Innenverteidigung. Und da spielt jemand. Ja, ich denke, damit könnt ihr nicht ganz so oft rechnen. Und zwar ist das Jerome Boateng, der 88er. 75 Tempo, 88 Defensive, 84 Physis, 72 Passende. Richtiges Biest. 90.000 Münzen habe ich noch für ihn bezahlt. Wenn wir jetzt mal reinschauen, was ist denn dieser junge Herr wert? Merkt ihr? Ja, da geht schon für einiges mehr. Ja, also den habe ich richtig gut investiert. Mindestens schon, denke ich mal, so 20.000, 30.000 Gewinn machen wir da. Und er wird natürlich noch viel, viel weiter steigen. Linksverteidiger haben wir dann einen. Und zwar nennt er sich David Alaba. 86er Rating. Auch er ein Stück weit leider runtergegangen. Trotzdem noch solide Werte. Vor allen Dingen komplett alles über 70. 86 Tempo, 73 Schießen, 81 Passen, 80 Dribbling, 82 Def und 84 Physis. Auch er solider Spieler. 8 Spieler. 8 Spiele hat er auch bei mir gemacht, eine gelbe Karte, 70.000 Münzen hat er mich gekostet, gucken wir mal rein, was kostet er jetzt, er ist jetzt ungefähr bei, ja, knapp 80.000, auch hier können wir, denke ich mal, mindestens mit einem Gewinn von 10.000 Münzen ausgehen. Weitermachen wir im zentraldefensiven Mittelfeld, und zwar spielen wir da mit einem von RB Leipzig, der nächstes Jahr zu Liverpool safe wechseln wird, und zwar ist das Naby Keita, auch er, nur 4.200 Münzen, ne? 8 Spiele, 2 Tore, keine Torvorlage, aber auch er ist richtig, richtig gut. Guck mal den Preis nochmal nach. Er hat eine gute Physis, eine gute Def, gutes Dribbling, Tempo, Schießen, Passen, geht auf jeden Fall klar. Auch er
kostet vielleicht schon so knapp, nein, 4200, also er ist nicht wirklich im Preis gestiegen. Ja, könnt ihr mir sehr, sehr gerne auch Verbesserungen hinschreiben, welche Spieler könnte ich denn da verwenden, ja. Linker zentraler Mittelfeldspieler, spielen wir mit jemandem, ja, der ist auch beim FC Bayern zu Hause, und zwar ist das Arturo Vidal, ja. ZDM, 109.000 Münzen hat er mich gekostet, 8 Spiele, kein Tor, keine Torvorlage, ich weiß gar nicht, wer überhaupt jetzt mittlerweile bei uns Tore schießt, müssen wir dann mal gucken, kostet zurzeit, ja, ich denke mal 120.000, 130.000 safe, das heißt sozusagen auch hier machen wir wieder 20.000 Münzen Gewinn, alles Investitionsanlagen, ich hoffe natürlich, dass sie nach oben gehen. Weiter machen wir im zentral offensiven Mittelfeld, da haben wir auch einen von den Bayern, wants to watch wird er bekommen, und zwar ist das Rames Rodriguez, ja, auch er, richtig, richtig starker Typ, ihr seht schon, 65.000 Münzen habe ich für ihn bezahlt, 8 Spiele, 11 Tore, 2 Torvorlagen, Jungs, er hat einen Longshot, das ist unfassbar krank, und das zeigt auch schon seine Karte, 85 Schieß, ne, man merkt es deutlich an, 76.000, ich denke knapp 75.000 müssten wir hier für ihn bezahlen, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber trotzdem auch Gewinn, auch wenn er Wants to Watch bekommt, wird er definitiv noch steil nach oben gehen. Machen wir weiter, rechtes Mittelfeld haben wir wieder einen vom FC Bayern, und zwar ist das der gute alte Coman. Ja, für Robben hat es noch nicht gereicht, leider, leider, das ganze Ding, die ganzen Münzen für Robben sind vielleicht noch auf dem Transfermarkt vorhanden. 5.000 Münzen für ihn, 8 Spiele, 3 Tore, 4 Torvorlagen, solider Spieler, ist schnell, ist wendig, hat ein gutes Dribbling, 4 schnelle Spezialbewegungen, muss man auf jeden Fall mitnehmen. Linkes Mittelfeld haben wir dann wieder endlich mal einen von Borussia Dortmund, es ist nicht Marco Reus, sondern der Innenform von Philipp. Und zwar ist er genau hier, auch er, eine richtig, richtig gute Karte mit 85 Tempo, 81 Schießen, solide, 86 Dribbling, dazu gehen wir mal rein. Leider nur 3 Sterne Spezialbewegungen, 14.000 Münzen hat er für mich, hat er mich gekostet. 2 Spiele, 1 Tor, 1 Torvorlage, und ganz vorne drinne spielt jemand, ich denke, da vermuten wenige, dass er dort spielt, aber er bockt extrem. Und zwar ist das kein anderer als Pré-Donald Embolo. Ja, Pré-Donald Embolo, auch er. 8 Spiele, 6 Tore, 10 Torvorlagen, auch richtig, richtig geiler Typ, richtig gutes Set, leider hier nur die 3 Spezialbewegungen, das soll auf jeden Fall noch ein besserer Stürmer da irgendwann kommen, aber ich bin mit Embolo extrem zufrieden, macht echt extrem Bock, dieses Team hat mich wirklich genug Münzen gekostet und ich habe keinen einzigen Cent davon investiert, ja, ich glaube, oh ja, doch, 20 Euro haben wir, glaube ich, mal aufgeladen, um eine Grundlage zu schaffen, aber trotzdem, alles mit überteuert verkaufen, ihr seht, es funktioniert definitiv. Meine Transferliste ist genauso vollgespickt, das hat glaube ich nochmal einen Wert von 300.000 Münzen. Jetzt möchte ich aber eigentlich ganz kurz zeigen, wie sehen meine Spielerrollen raus. Nicht Spielerrollen, sondern die Spieleranweisungen, denn die wollte ich mit euch zusammen machen. Zum einen möchte ich, dass David Alaba definitiv immer hinten bleibt bei Angriffen. Dasselbe gilt natürlich auch für Lukas Piszczek. Ja, des Weiteren, ja, ich denke mal, konservatives Abfangen bei Sokratis, genauso wie bei, ja, guten alten Jerome Boateng. Dann haben wir Vidal und hier sage ich mir, er soll die Passwege zustellen, er soll einfach ausgewogenen Angriff haben und auch er soll, naja, ich sag mal eher ein energisches Abfangen haben, das Konservative lassen wir dann bei ihm, er soll natürlich auch ausgewogene Defensive haben. Weiter geht's dann mit Coman. Coman muss man sagen, er soll nicht vorne bleiben, ganz normale grundlegende Defensivunterstützung, er soll auf die Außen bleiben, ganz ganz wichtig, und die Außen überlaufen, ausgewogene Flankenläufe, das ist erstmal völlig egal, Position halten, das passt soweit, das gleiche machen wir natürlich auch bei Philipp, er soll auch außen bleiben und er soll sich genauso die Abwehr überlaufen. Weiter machen wir dann mit Herrn Rames Rodriguez, er soll einfach nur alle Freiheiten haben, zwecks Positionsfreiheit, und Embolo ist auch jemand, der soll sich zentral orientieren, ich finde das so ein bisschen besser, ein bulliger Stürmer, dann die Spieler, der den Ball dann klatschen lässt und dann auf die Außen bringt, finde ich sehr, sehr geil. Weiter machen wir dann noch, ja, Abwehr überlaufen könnte man machen, Anspielstation falsche 9 würde ich gerne so lassen, selbst Abwehrkette unter Druck setzen oder Passwege zustellen, ganz klar Passwege zustellen. Was ich jetzt noch nicht weiß, und zwar ist das nämlich die individuelle Taktiken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde. Auf jeden Fall möchte ich hier, dass hier die Abseitsfalle mit reinkommt. Aber sonst, ja, freie Wahl, Positionswahl, Positionsspiel auch freie Wahl, weiß ich jetzt nicht so ungefähr. Für alle diejenigen, die Ahnung haben, könnt das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Was sollen wir denn hier am besten einstellen? Was funktioniert in dieser Aufstellung am besten? Da würde ich euch bitten, wirklich einfach mal rauszuballern, zu sagen, ja, das würde funktionieren, das würde nicht funktionieren, das wäre am besten, das wäre nicht am besten. Ich hoffe natürlich, ihr habt jetzt einen schönen Tag, ihr habt einen schönen Schultag oder hattet schon einen schönen Schultag. Ich würde mich freuen, wenn ihr wirklich dem Video einen Daumen nach oben gebt, falls ihr das Video oder das Team zur PlayStation 4 sehen wollt. Denn da habe ich auch nochmal ein richtig, richtig starkes Team. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Immer smart und sexy bleibt mir. Ich bin raus. Euer Chris und ciao.